Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal der Designschmiede. In meinem heutigen Video zeige ich euch zwei Varianten, wie man die Funktion Pfade verschieben aus Adobe Illustrator in Affinity Designer nachahmen kann. Sollte euch eins der Panel, die ihr hier seht und die ich im Laufe des Videos verwende, fehlen, könnt ihr euch sie in die Ansicht holen, indem ihr hier oben auf Ansicht geht, Studio und das entsprechende Panel auswählt. Legen wir los! Die erste Variante, diesen Effekt in Affinity Designer nachzuahmen, ist mit Hilfe der Kontur. Dafür brauchen wir eine Kontur um unsere Objekte herum und die erstellen wir zuerst. Dafür nehmen wir uns unsere Gruppe von unserem Design und duplizieren sie. Wir können entweder STRG C, STRG V drücken, um sie zu kopieren, oder einen Rechtsklick machen und auf Duplizieren drücken, oder wir nehmen STRG J und duplizieren sie so. Die obere Gruppe schalte ich jetzt einmal aus und gehe in die untere Gruppe hinein. Jetzt lösen wir in der Gruppe erstmal die anderen Gruppen auf, damit wir später unsere Objekte alle zusammenfügen können. Ich markiere die, drücke die Steuerungstaste und markiere alle Gruppen. Mit Steuerung, Shift und G lösen wir alle Gruppen auf und nun markieren wir alle Elemente innerhalb dieser Gruppe. Oberes Objekt anklicken, Shift-Taste gedrückt halten und unteres Objekt anklicken. Danach gehen wir hier oben auf Hinzufügen und haben jetzt ein Objekt erstellt. Um dieses Objekt können wir jetzt eine Kontur anlegen. Dafür gehen wir entweder hier oben auf Farbe, gucken, dass der Konturring im Vordergrund ist und können ihn hier einstellen. Oder ich schalte ihn nochmal aus, wir gehen hier oben auf Kontur und können ihn hier anstellen, indem wir den Breiteregler einfach hochziehen. Ich stelle die Kontur jetzt mal auf 10 pt, das entspricht 10 Punkte, und zoome ein wenig in unser Bild hinein. Nun hat unsere Kontur hier überall runde Ecken, da von vornherein die Ecke auf rund eingestellt ist. Wir können sie aber auch auf abgeschrägte Verbindung einstellen. Dann sind die Ecken hier so abgeschrägt, wie man hier sieht, oder hier unten. Oder wir stellen sie auf Gehrungsverbindung, wodurch die Ecken hier unten spitz werden. Bei unserem Stern sind sie jetzt noch nicht spitz. Das liegt daran, dass hier die Gehrung noch zu niedrig eingestellt ist. Wenn wir sie jetzt hier hochstellen, wir klicken hier rein und nehmen unser Mausrad und drehen es nach oben. Dann geht die Gehrung hier immer um einen Punkt weiter. Und wir sehen, unser Stern hat jetzt spitze Ecken. Die Ausrichtung unserer Kontur können wir auch noch anhand dieser Linie verändern. Standardmäßig ist sie auf mittig ausrichten eingestellt. Wir können sie aber auch nach innen ausrichten oder nach außen ausrichten. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die Kontur von unserer Füllung lösen. Dafür gehen wir hier oben auf Ebene, Kontur erweitern und wir haben die Füllung einzeln und die Kontur einzeln. Die Füllung können wir jetzt einmal löschen mit Entfernen und bei der Kontur sehen wir jetzt, wenn wir das Knotenwerkzeug aktivieren, dass unsere Kontur jetzt zu einer Kurve umgewandelt worden ist. Wir können jetzt mühselig mit dem Knotenwerkzeug alle Knotenpunkte innen markieren und diese löschen, sodass wir dann eine Füllung haben. Dies können wir uns aber auch erleichtern, indem wir wieder auf unser Verschieben-Werkzeug gehen, hier oben auf Aufteilen drücken und haben jetzt für jede Fläche eine eigene Kurve. Ich färbe die mal verschieden ein, damit man den Unterschied sieht. Und wir können jetzt unsere innere Kurve einfach löschen und haben jetzt wie in Adobe Illustrator den Pfad erweitert. Wir können jetzt unser Design dazu schalten und haben hinten eine komplette Füllfläche. Diese können wir natürlich mit dem Knotenwerkzeug auch noch entsprechend anpassen. Wir können sie mit dem Verschieben-Werkzeug entsprechend verschieben, um somit einen Schatteneffekt zu erstellen.
Und das war die erste Variante, um Pfade verschieben mit Affinity Designer nachzuahmen. In der zweiten Variante wenden wir das Umrandungstool an. Dafür lösche ich jetzt erstmal unsere erstellte Gruppe. Im ersten Schritt gehen wir genauso wie in der ersten Variante vor. Wir nehmen uns unsere Gruppe und kopieren sie. Ich mache jetzt Steuerung J, stelle die obere aus, gehe hier hinein und löse die Gruppen wieder auf. Drücke die Steuerungstaste und markiere alle Gruppen. Steuerung Shift und G zum Auflösen. Oberen anklicken, Shift-Taste gedrückt halten, unteren anklicken und hier oben auf Hinzufügen gehen. Nun nehmen wir uns unser Umrandungstool und können hier eine Umrandung rausziehen. Auch hier sind die Ecken standardmäßig erstmal rund. Wir können sie hier beim Umrandungstyp auch auf abgeschrägt stellen oder auf Gehrung. Und auch hier sollte die Gehrung niedriger eingestellt worden sein. Haben wir wieder abgeschrägte Ecken. Diese können wir wieder spitz machen, indem wir die Gehrung entsprechend hier oben anpassen. Wenn wir jetzt zufrieden sind mit der Ausrichtung, ich schalte mal unser Design dazu. Und wir wollen die Umrandung vielleicht noch ein bisschen größer oder etwas kleiner. Können wir dann die Darstellung fixieren. Ich schalte mal unser Design wieder aus und drücke hier oben auf fixierte Darstellung. Und wie wir sehen, unsere Linie wurde wieder nach außen gelegt. Ich mache es nochmal rückgängig mit Steuerung Z, um den Unterschied zu demonstrieren. Jetzt ist die Linie innen. Wir gehen auf das Umrandungswerkzeug, sagen fixierte Darstellung. Und jetzt ist die Linie hier außen zu sehen. Können wir unsere Gruppe wieder hinzuschalten und hier unserer Kurve natürlich die Farbe geben, die wir wollen. Das war die zweite Variante, in der man Pfade verschieben in Affinity Designer jetzt nachahmen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr lasst dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns das nächste Mal in der Designschmiede.